Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Ja, wir haben in der letzten Folge wieder einiges rumgebastelt und ich konnte mich schön aufregen, nachdem ich das hier gelöscht hatte, was ich hier gebaut habe für die Goldanlage oder geplant hatte für die Goldanlage, weil ich eine falsche Taste gedrückt habe anstatt rotieren. Oh, das ist aufregend. Erregend. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei hier, unser Schiff zu upgraden, damit wir mit dem weiterfahren können. Vielleicht finden wir dann endlich mal Uran. Wie, kein Kraftstoff, eine Kraftstoff-Tankstelle, was? Ist nicht gut für Fetten. Auf jeden Fall sind wir hier natürlich auch riesig dabei, alles aufzufüllen. Oh, schaut alle an, wie viel hier. Holy shit. Also es hört ja gar nicht mehr auf. Der Kompost wird wahrscheinlich dann auch hier hingefahren, ne? Ne, den fährt er lustigerweise. Wo fährt denn der den hin? Aber warte mal, das sollte ich dann vielleicht hier aus der öffentlichen Liste rausnehmen. Kompost ist ja natürlich auch für uns Erde. Schau mal, wie viel Erde wir schon verkippt haben. Unser großes System hier funktioniert natürlich auch leider nicht so perfekt wie gewünscht und gehofft. Die Kollegen hier kümmern sich natürlich grandios gerade drum, das Ganze abzukippen, was wir gerade verarbeiten in dem Berg. Das ist der pure Wahnsinn, was für Massen hier verarbeitet werden mittlerweile nur noch. Also wenn man sich das anschaut, es wird halt einfach nicht weniger. Es ist so brutal. Ich hoffe darum, dass wir das wieder leer kriegen. Aber natürlich, der Berg hier ist eine Masse und diese Masse verkippen wir jetzt hier ins Meer rein. Und ich werde wahrscheinlich so, ich bin gerade überlegen, ob ich hier nur so eine Schräge runter mache und dann einfach nur hier rüber zumache, um allein schon hier dann anfangen zu können, einfach das alles mit Kies zu verkippen. Und ich glaube, das ist gar nicht doof. Bedeutet, wir werden jetzt hier dicht machen. Nein, Gott damit. Verkippen. Rotieren. Also ich würde mal sagen, wir müssen mindestens auf 1. Und dann bis hier hinter. Dann können wir nicht das Ganze hier anfangen, echt zu verkippen und zuzukippen und dann machen wir hier Wege runter. Jetzt ist die Tankstelle zwar auch schon leer. Weil wir einfach keinen Tank. Wir müssten öffentliche Tanklaster jetzt mal haben. Das ist vielleicht auch mal eine ganz wichtige Sache, doch mal noch ein paar öffentliche Tanklaster zu haben, die von A nach B fahren alles. Das könnte vielleicht doch ganz praktisch sein. Es wird so. Alter, wie viel Stahl ich brauche für die ganze Scheiße. Holy shit. Wie schaut's hier aus? Ja, der Tank wird langsam leerer, aber wir werden jetzt hier mal auch wieder unsere Magic abziehen. Dann sollte die Einigkeit ja hoffentlich wieder steigen, weil aus irgendeinem Grund sinkt sie gerade. Verschmutzung durch Fahrzeuge. Verschmutzung? Was? Ach, come on. Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung. Ja, da muss ich ja überall noch ankämpfen. Das wird nicht wirklich besser in nächster Zeit. Gleichzeitig bauen wir hier gerade einen neuen Pfad, damit wir. Mal kämpfen wir schon wieder gegeneinander. Tun wir, ja. Das sollten wir eventuell lassen. Das ist nur ein bisschen, sich selber nichts bringt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier das Beste draus machen, wenn ich hier schon am Arbeiten bin. Ich werde meiner kleinen Kollegschaft hier sagen, dass wir jetzt um die Ecke hier kümmern anfangen, komplett. Dann können wir hier zum Beispiel das schon alles wieder rausnehmen. Oh, das ist zu flach, okay. Hier müssen wir schauen, wie wir es machen.
Als haben wir rein theoretisch ja den Weg. Der Film wäre für mich eher interessant. Erstmal das Ganze wirklich auf eine Ebene, auf einer Strecke auszuheben. Und dann auf dieselbe Strecke runterzugraben. Also wie eine Abfahrt. Weil jetzt kann hier natürlich auch ein großer LKW mal durch. Und das ist natürlich wichtig in dem Fall. Der Kollege hier soll zum Beispiel einfach mal die Tanks auffüllen fahren. Deswegen tue ich die jetzt anheuern. Die sollen die Tanks füllen anfangen. Schiffsmodifikation ist abgeschlossen. Das ist super. Holy. Jupp, jetzt ist es ein Kriegsschiff. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist Kriegsschiff geworden. Kann keine Fracht entladen. Werft es voll. Die ist leider noch nicht leer. Gut, nicht genug. Mannschaft zuweisen. Karte. Los geht's, Kampfschifflein. Gut. Darf ich mal anmerken, dass wir gerade sehr viel Säure verarbeiten? Wo ich sehr überstaunt bin. Wir haben auch immer noch kein Abwasserproblem. Also wir kommen der ganzen Sache sehr gut hinterher. Warum sind da zwei virtuelle Bäume? Hä? Was mir aber auch gerade auffällt, wir haben keinen Platz mehr zum Erweitern. Shit. Kommen wir weiter in das Gebiet jetzt hier in der Mitte drin. Ein Gebiet mit höherer Stufe kann ja nicht so schlimm sein, oder? Ah, es baut schon, okay. Dann sollten wir doch hoffentlich so ein bisschen das Platzproblem lösen können. Die Anlage würde ich gerne abreißen. Schiff in Kampf. Wir haben gewonnen. Nice. Und dahinter geht's noch. Was ist das? Das ist Standort für ein Urankraftwerk. 99, 99. Was ist, wenn ich ein Uranbergwerk erforsche? Das habe ich jetzt gar nicht überlegt. Oh Gott! Lass mich raten, ich hätte es die ganze Zeit haben können, hätte ich das Uranbergwerk erforscht. Alter, das wäre so der Mindfuck. Okay, aber jetzt erstmal zurück zu dem Thema Gold. Weil das ist ja doch leider jetzt so eine Sache, die wir langsam angehen müssen. Als erstes muss Silizium kristallisieren. Oh Gott, wir sind schon da angekommen. Goldschmelze. Wir müssen als erstes mit einem Brecher arbeiten. Bin im Planungsmodus, gut. Der Brecher nimmt Golderz und zerkleinert es. Das muss ich dann kopieren. Und setze davon einen zweiten ein, der dann daraus wiederum weitermacht. Da bedeutet wahrscheinlich ein U-förmiges am besten. Ich schneide den aus, schicken den eins zurück. Dann nehmen wir einfach, weil wir es können, die U-förmigen Förderbänder. Falls wir das abpumpen müssen, machen wir das gleich. So, gut. Die machen da draus dann zerkleinertes Golderz. 72, also auch wieder 144. Jetzt müssen wir es doch wahrscheinlich schmelzen, oder? Das Goldkonzentrat. Ne, warte mal, hättest du kein Goldkonzentrat. Wie mache ich jetzt da draus Goldkonzentrat wieder? Gold. Golderz, zerkleinertes Golderz. Und daraus mache ich dann Golderzpulver.
Pulver, genau. Absetzbecken brauche ich als nächstes. Fällt das hier drunter? Jetzt ist nicht wieder die Frage, wo zur Hölle fällt ein Absetzbecken drunter? Hier. 36, 72 bedeutet, ich brauche 2 pro Anlage. Weißt du was, wir werden es jetzt aber so machen, dass wir hier auch wieder einen U-förmigen Ausgleicher einbauen. Also ich setze jetzt eins runter, ist ja wurscht. Eins nach hinten nochmal. Weil egal was ich will, ich habe gleich immer 2 mindestens frei. Weil jetzt brauche ich 4 von den Absetzbecken. Was so total dumm ist, sei ich schon wieder 4 Absetzbecken. Alter, das ist so massiv. Und ja, hier sind diese Dinger über Dings. Ich finde es einfach. Ich will es einfach. Ich will einfach. So. Da bekomme ich am Ende 9 Goldkonzentrat raus und 27 giftiger Schlamm. 9, 18, 36. Wir werden das jetzt hier wieder auf dieselbe Weise machen. Einfach um eine bestimmte Konsistenz zu halten. Und was ich hier jetzt machen würde gerne, ist einmal dich ausschneiden. Aber ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Ey, das ist mittlerweile echt Standard geworden. So, okay, ihr müsst alle... Weil hier noch ein anderes Zeichen gerade angezeigt hat. Okay, aber gibt es wohl nicht mehr. U-förmiges Förderband. Das ist gleich die erste Sache, die wieder weniger wird. So. Und da kommt am Ende ein Goldabsetzbecken dann hin. Das wäre schlauer, wenn ich das... Obwohl, nee, ich kann es so hinsetzen. Flippen, rotate. Das passt, ist gut. Stufe 3, cool. Dann kriegt es jeweils einen Auspuff. Ein Üspüff. Und am Ende einfach, um die Routine zu halten, einen flachen Ausgleicher und von da aus raus. Das ist die komplette bescheidene Anlage. Nennen wir sie mal. Der ganze Scheißaufwand für ein bisschen Gold. Alter, das glaubt mir doch keiner. Nicht genug... Oh, oh. Warum jetzt schon wieder? Warum stockst du schon wieder? Was? Der Kollege hier scheint zu stocken, aber warum? Seit wann stockt der so? Das ist neu. Das war davor noch nie ein Problem, aber wahrscheinlich ist es mittlerweile einfach ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
konnte nicht das ganze Gemüt aus der Ernte einlagern. Hier steht mittlerweile auch alles. Warum das denn? Weil wir zu viel Benzin haben. Das habe ich ja noch nie erlebt. Meine ganze Farm steht, weil ich zu viel grünen Treibstoff habe. Und wir, wie lief's bei euch? Ja, wir haben zu viel grünen Treibstoff produziert. Jetzt steht alles. Ich würde dir nie sagen, aber warum haben wir so viel grünen Treibstoff produziert? Das ist ja richtig scheiße. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass das mal ein Problem wird. Aber hey, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bedeutet, wir haben einen guten Transportweg alles. Gleich sollten wir dann auch wieder das zum Laufen kriegen. Die Rohrleitung 3 regelt das schon. Dann geht die Anlage wieder ins Laufen und der Treibstoff wird aufgefüllt. Die sollen dann schon einfach das leer kriegen. Hier wird exportieren, habe ich hier erlaubt. Ich will hier das. Wir dürfen keine Fracht anliefern machen. Wir dürfen es auch nur exportieren. Hier dürfen sie auch nichts anliefern. Wenn der zu voll wird, sollen sie ihn leer machen. Immer erst den Biodiesel verbrauchen. Großteilanlage steht eigentlich mittlerweile, ne? Aber wir brauchen es nicht mehr. Es ist viel zu lustig. Es ist viel zu lustig gerade. Hätte ich nie erwartet. Oh, lass mich raten, ich habe vergessen, das Erdeverkippen zu erweitern. Ja, habe ich. Wir verkippen so viel Erde, das ist ja brutal. Und dadurch hängen wir jetzt alles auf. Das müssen wir alles abliefern. Holy shit. Aber gut zu wissen, dass mal zur Abwechslung nicht der Kies, oder dass der Kies grundsätzlich funktioniert, sondern dass diesmal einfach, weil ich die Verkippfläche vergessen habe für Erde, die Erde das Problem war. Hört sich auch irgendwie dumm an. Aber überleg mal, wenn wir wirklich schaffen, bis hierhin alles mit Erde zu verkippen, was das bedeutet, was wir an einem Lager allein an Erde am Ende haben. Holy shit, der Gedanke ist heavy. Es ist schon viel, was wir hier haben. Darf man nicht unterschätzen. Wir machen aber auch eins der gerade der größten Projekte wahrscheinlich, die jemals durchgeführt wurden. Wer hat sich durch einen kompletten Berg durchgefräst, nur um Ressourcen für einen Bauplatz zu kriegen? Aber Leute, keine Sorge. Ab jetzt kommt wieder Stein rein. Es wird wieder Stein geliefert, Leute. Das ist doch schön. Aber wenn man hier anschaut, hier ist natürlich auch einiges an Erde oben drauf, auch wenn es nicht so erscheint, aber es ist doch... Ja, wie viel würde ich jetzt sagen? Sagen wir mal, ein Siebtel von dem Berg ist Erde, den wir abgraben. Das macht schon was aus am Ende. Wenn wir uns hier durchgraben, wäre es jetzt 50-50. Dadurch, dass wir aber natürlich hier die erhöhte Fläche nehmen und noch tiefer graben als davor...
ist es natürlich mehr. Aber das hindert ja zum Glück nicht dran. Vorteil ist auch, dass hier einfach die Masse einfach rausgefahren wird. Die freuen sich wahrscheinlich schon wieder. Endlich wieder liefern. Aber die waren mitten in ihrer Brücke nach unten am Bauen. Wenn ich überlege, was wir alleine hier schon verkippt haben. Ich lache mich gerade einfach nur schief, aber mei. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.